Gestern war es endlich soweit, der RB18 wurde gelauncht, und zwar, ja, das Auto, das den Weltmeisterfahrer stemmt, und da wurde natürlich ganz genau drauf geguckt, nach dem Launch von Haas, die ja sehr holprig das irgendwie gemacht haben, hat man sich da wahrscheinlich bei Red Bull ein bisschen mehr gedacht. Man wollte natürlich vor der Konkurrenz launchen, aber nicht das Erste, ja, man wäre eigentlich quasi der Erste gewesen, aber wir werden natürlich heute ein bisschen drauf blicken auf das neue Auto, auf das Design. Man hat auch diskret geguckt, dass man nicht zu viel vom Auto zeigt, und das war auch, hat man auch bei der Pressekonferenz direkt gesagt, man will nicht den der Konkurrenz ja, sozusagen die Teile auf dem Serviertablett. Man weiß natürlich auch nicht, oder sie können natürlich auch noch nicht wissen, wie sich das komplette Auto auf der Strecke verhält. Ich bin sehr gespannt. Es gibt ja dann natürlich auch teilweise andere Teams, die das Auto nach der ersten Testwoche launchen, und ja, man kann dann schon natürlich theoretisch mit 3D-Coloring und so weiter, kann man schon so Teile nachbauen und erahnen, und das will man natürlich nicht. Wir gucken mal aufs erste Bild, und das ist die Frontansicht des RB18. Ah ja, ein Fun Fact am Rande, es gibt keinen RB17, man hat 2020 den RB16 rausgebracht, letztes Jahr war es nur sozusagen eine Modifikation, deswegen gab es nur den RB16B und jetzt den RB18, also es wird keinen 17er in ihrer Liste geben, aber jetzt hier mal die Frontansicht. Und zwar, ja, es ist ein schönes Auto. Diese lange gelbe Nase finde ich persönlich nicht ästhetisch, aber ja, es erinnert mich jetzt ein bisschen an die Formel 2, dass man muss natürlich auch sagen, wenn man es dann von der Seite sieht, es ist logisch, dass man den Bullen weiter hinten machen musste, weil auch die komplette Nase vorne durch das vereinfachte Aero-Paket jetzt ein bisschen anders aussieht. Auffallend ist natürlich, wie gesagt, man hat nur die wichtigsten Teile oder halt nur so die Sponsoren und so weiter schön beleuchtet, den Rest etwas im Dunkeln verschwinden lassen, finde ich ziemlich nice. Und so sieht dann halt die Frontansicht aus. Ja, vom Design her hat sich nicht viel geändert. Vielleicht wird dann noch was geändert bis zum Saisonstart in Bahrain in ja, knapp einen, ja, eineinhalb Monaten. Ja, hier haben wir mal den direkten Vergleich zum letzten Jahr, und da ist natürlich ein Riesenunterschied. Also die Nase schon mal ein bisschen dicker. Ich glaube auch von der Farbe her wurde nicht viel geändert. Aber natürlich auch die Reifen, die komplette Bremsbeleuchtung, aber Kühlung und so weiter werden sie dann auch noch mit dem vom letzten Jahr vergleichen. Mit dem vom Haas vergleichen, mit dem VF22, der am letzten Freitag gelauncht hat. Falls ihr das sehen wollt, oben gerne rechts vorbeigucken. Und ja. Oben rechts so. Und ja, natürlich hinten, ich finde den Heckflügel, viele sagen das hässlich, aber gerade dieses Geschwungene finde ich ziemlich schön. Auch das DRS ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr da, weil auch die Fläche ein bisschen größer ist. Trotzdem, auch die Sponsoren und so weiter, die kleben eigentlich wieder so, wie sie waren. Ja, wie gesagt, man hat da natürlich bei der Nase vereinfachte Aerodynamik, auch an der Seite. Wir gucken uns das jetzt direkt im direkten Vergleich. Wir gucken uns das hier im direkten, wo ist denn der? Ah da, hier im direkten Vergleich zum Haas an, und ja, man muss sagen, ihre Nase ist ein bisschen größer, und auch dieses Seitenteil beim Haas ist riesig im Vergleich zu dem von Red Bull. Was sich dann durchsetzen wird, ich bin sehr gespannt, und wie die anderen Teams natürlich auch entschieden haben, die Bremskühlung, also dieses Bremszeug, was hier rauf geht, ist eigentlich fast identisch. Der Lufteinlass ist ein bisschen tiefer bei Red Bull und ein bisschen länger, den hat man da. Ja, ich finde ihn bei Red Bull etwas schöner. Ja, bei Haas ist er ein bisschen plumper, muss man sagen. Auch der Heckflügel an sich ist jetzt schon höher wie der von Haas. Also man hat ihn auch steiler gemacht. Bei Haas ist er ja gerade, bei innen hat man sie so steil und aerodynamisch hergemacht. Die Luftanlässe und so weiter sind eigentlich gleich. Ja, so auch das Halo ist ein bisschen tiefer. Ja, es sind wahrscheinlich jetzt nicht 1:1 Bilder. Aber das Halo wirkt bei Red Bull ein bisschen tiefer. Und ja, auch so, das ganze Auto gefällt mir vom Design, auch dieser Frontflügel, der ist ein bisschen steiler bei, oder auch ein bisschen, ja, so höher und weiter hinten bei Haas. Bei Red Bull hat man das eher flacher gehalten, wird wahrscheinlich dann auch im Flügel auf die Strecke ankommen. Gut, gehen wir zum nächsten Bild, und zwar die von der Seite, und die war auch ziemlich interessant für viele andere. Wie gesagt, der Luftanlass fällt hier auf, der ist viel größer wie bei Haas. Die Nase, jetzt sieht man sie auch, also den Bullen hätte man nicht weiter vorne machen können, das wäre, glaube ich, unmöglich gewesen. Ich glaube auch dieses Orakle, oder wie dieser Sponsor heißt, ist jetzt ein bisschen präsenter. Und ja, auch von den Wälzen her, man hat nicht mal richtig gesehen, ich glaube, die sind rot jetzt. Also man sieht das bei den Bildern leider nicht richtig jetzt. Also ich dachte aber auch schon, dass die bei Red Bull natürlich diese
Radkappen, wie ich sie gerne nenne, rot machen. Ich denke mal, bei Mercedes werden sie Silber. Die werden jetzt wahrscheinlich eher so ein Markenzeichen werden für die einzelnen Teams. Finde ich auch ziemlich cool, dass man sich da auch wieder, wird wahrscheinlich nicht lang dauern, werden da auch Sponsoren draufkleben. Aber wie gefällt euch der RB18? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, ja, hier zum Vergleich. Achso, ich habe, warte mal. Habe ich den? Ja, hier haben wir den Vergleich von der Seite. Und ja, zum letzten Jahr, da fällt auf jeden Fall ein Riesenunterschied auf. Also das Design ist zum größten Teil gleich geblieben, aber das hat man auch die letzten Jahre nicht geändert. Ja, wie gesagt, man hat auf jeden Fall vorne beim Frontflügel einiges zugelegt. Auch bei ihnen merkt man, der ist richtig hoch. Und auch beim Heckflügel, der war letztes Jahr zwar schon breit, aber jetzt ist er noch, ich finde den Heckflügel dieses Jahr wunderschön, muss ich sagen. Und auch oben, das ist viel schmuffer gemacht bei ober dem Fahrer, bei dem Motor, Luftkühlung hier. Das ist, geht jetzt so schön rund drauf, sieht ziemlich nice aus. Und ja, was bringt, wer hat das beste Paket? Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Und hier nochmal die Hinteransicht, der Wund, ja, Orakel ist auf jeden Fall ein Riesensponsor. Jetzt, sie haben das auch auf jeder Seite kleben. So, auch hinten, wie gesagt, man hat, hinten fällt es ein bisschen schmaler oder wahrscheinlich wirkt das auch nur, weil der Heckflügel so richtig wuchtig ist, die Riesenreifen, das ist ein bisschen proportional, gefällt es mir nicht, weil die Reifen ein Ticken zu groß sind für den Heckflügel trotzdem, da haben wir auch den direkten Vergleich, hier haben wir den Vergleich zum letzten, ach Mann, hier haben wir den Vergleich zum letzten Jahr, und zwar, ja, was soll ich sagen, man kann es eigentlich nicht richtig vergleichen mit dem vom letzten Jahr, aber trotzdem, was sagt ihr zum RB18? Ich bin sehr gehypt und freue mich natürlich auch auf andere, morgen unter anderem, oder heute, wird erst Martin launchen und morgen dann McLaren, auf die freue ich mich besonders. Und auch dann nächste Woche geht es direkt weiter. Ich blende euch gleich mal den Kalender ein. Ich habe ihn letztens schon eingeblendet. Meine Highlights hier. So. Hier sind meine Highlights. Also, ja. Wir haben natürlich Haas schon gehabt, auch jetzt hier abgehakt, Red Bull, morgen dann wie gesagt, oder heute, Blödsinn, für mich ist morgen, für euch ist es heute, heute dann Aston Martin und morgen McLaren, Montag AlphaTauri, wird auch ziemlich nice, vielleicht mal in eine andere Richtung vom Design her, kann ich mir nicht vorstellen, wäre cool. Williams hat sich auch jetzt endlich angekündigt, so irgendwo mittendrin reinzuwerfen, dann haben wir einen Tag Pause, hier wäre dann cool gewesen, wenn Alfa Romeo sich reingemacht hätte, aber die machen dann einen komplett anderen Weg, die gehen da irgendwann, ja, nach der Testwoche zum Launch, das gefällt mir gar nicht, aber ja, auch sehr spät angesetzt, Ferrari, und da gab es auch gestern schon ein paar Leaks, auf die gucken wir jetzt nochmal kurz, ja, jetzt gehen wir nochmal kurz durch, Mercedes dann, wird natürlich auch ein Highlight werden, die sind eher am Ende, aber auch nächsten Freitag, glaube ich, sind die dran, und natürlich Alpine auch sehr spät, aber ja, was da Alfa Romeo für den Weg geht, kein Plan, gefällt mir nicht, was die da machen. Hier haben wir schon mal ein paar T-Shirts. Die sehen auch sehr gewöhnungsbedürftig aus. Schwarz mit Rot. Und der Spanier hat einen gelben Strich durch. Der Monegasse einen weißen Strich. Kann natürlich ein bisschen eine Anspielung sein auf ihre Fahne. Und was hat man? Ja, genau. News noch. Ja. So viel heute passiert in der Formel 1 wieder. Lando Norris hat einen, ja, längerfristigen Vertrag bis 2025 unterschrieben, ist auch wichtig zu wissen, aber bei Mercedes, ich glaube, das war's schon, okay, ich habe alles draußen, ja, wie gesagt, es wurde auch endlich die letzten Launch-Termine bekannt gegeben, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wie gesagt, heute erst Martin, werden wir vielleicht heute noch auf diesem Kanal sehen oder dann morgen und ja, am Freitag dann, Gott sei Dank, endlich, das erste Top, sagen wir mal, so vordere Top-Team, und zwar McLaren. Freut mich auf jeden Fall. Welches Team freut ihr auch noch, oder war eigentlich der Red Bull schon die größte Freude? Abonniert gerne den Channel, lasst gerne einen Daumen oben da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links sind mal unten in den Video. Vielen Dank fürs Zugucken, bis morgen oder später auf TikTok und ciao. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you every side, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.